Weiter geht es. Wir wollen jetzt zwar zum Tempel weiter vorrücken. Hm? Kadan? Was machst du denn hier? Lochie, hier. Man sagte mir, ich werde die Person treffen, die weiß, wo sie das Objekt befindet, nach dem ich suche. Ich habe den Ort gefunden, aber... Nineveh, schnell. Die Jugendes wartet auf dich. Kaidan blickt Nineveh an und verschwindet dann. Okay. Die Jugendes, Kaidan, traf die Jugendes. Nineveh blickt auf den Weg, auf dem Kaidan verschwunden ist. Aber warum hat er... Ich frage mich, ob ihm etwas zugestoßen ist. Danke. Gehen wir rein. Och, wie ein Chaos dann. Na dann. Verbreiten wir wieder Chaos. Wer ist diese Stimme? Jemandes Stimme? Ja, wer ist dieses das? Dieses Geräusch. Da leidet jemand Schmerzen. Aber wer? Na, hallo? Hallo. Es ist... Jugendes. Die Jugendes. Halte durch. Lass uns dir helfen. Der Lichtspeer. Die Jugendes, wach auf! Ich bin Nineveh! Ich muss sie mitteilen! Die Wahrheit! Hinter dem Licht! Ich darf hier nicht sterben! Nicht! Ich muss dagegen kämpfen. Ja, dann kämpft er. Sie wird kommen. Sie wird mich befreien. Aus dieser Hölle. Leute. Ja, ich wollte gerade ihm... Nineveh. Bitte. Ich all das vergesse. Bitte. Bitte. Au!
gesehen. Erschaffene Lügen. Ich hab's doch gewusst. Er hat alles erfunden. Selbst das Licht der Gerechtigkeit. Der Vogel, der fliegen will, zerstört den Käfig. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Nineveh, dein Licht. Es ist... Diogenes! Nein! Oh, ich hatte alle gedacht, man könnte ihn retten. Für unsere Nineveh, die die Sterne liebten, und für dich, der du eines Tages kommen wirst, hinterlasse ich diesen Brief. Ich hatte Zweifel. Zum ersten Mal in meinem Leben akzeptierte ich nicht, was man mir sagte. Ich kam zu einem eigenen Entschluss und handelte nach meinem Willen. Und an dem Ort, an dem ich ihm folgte. Dort sah ich die Zukunft, Nineveh. Alles war geplant, wie du dich zur Oberfläche begabst, mit Hilfe des Speers, des Lichts, die Lasenit niedermetzels. Sogar die schändlichen Kreaturen, Lauriel sagte es, all das sollte dazu dienen, das Licht zu vertreiben. Auch ich bin nur ein Glied in der Kette in die Zukunft. Nineveh, Elgarsias Zukunft liegt in deiner Hand. Der Pfad, den die Person, die mit dir dem Schicksal folgt, wählt, folge ihm. Die Person, die mit dir dem Schicksal folgt, erwählt, folgt, folge ihm. Ich muss alleine hier bleiben, um auf dich zu warten. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Mögest du ankommen, bevor es zu spät ist, Diogenes. Diogenes. In den Faden war ein Spruch eingearbeitet.
Erholung, Verringerung und Stopp. Erhielt durch, um nicht von dem Speer, das aus Licht zerstört zu werden. 500 Jahre lang in tiefster Qual. Er wartete auf mich. All das ist nur eine Lüge von Lauriel. Gehen wir. Wir müssen Paros aufsuchen. Er muss das erfahren. Ja, okay. Aber bevor ich jetzt gehe, kann man hier hinten nicht hin? Warte mal. Okay, gut, dann nicht, ne? Also ist der Lauriel ein Lügner, Betrüger, Heuchler, Verräter, whatever. Oh, da bist du ja schon von weitem. Sei ich Nineveh. Die Wahrheit ist, dass ich für den Fall gewartet habe, dass ihr zwei zurückkehrt. Also, habt ihr Dionys gesehen? Notlüge, grausame Wahrheit. Ach, erzähl mir mal die Wahrheit, ne? Du meinst, dass er auf deine Ankunft gewartet hat? Diese ganze Zeit über, während der Speer des Lichts in ihm feststeckte? Er hielt sich mit Zaubersprüchen am Leben. Paros verstummt, steht einfach nur eine Weile still da und sieht mit leerem Blick in den Himmel. Ich bin ziemlich erschöpft, ich gehe wohl besser nach Hause. Ich werde heimgehen und mich ausruhen. Ich kann seine Traurigkeit spüren. Lass uns jetzt gehen. Lauriel. Ich sollte Lauriel treffen. Den Lügner, den Betrüger. So, warte mal. Gut, wo muss ich jetzt hin? Gehe nach Eleonora. Gut. Wo genau muss ich denn da jetzt hin? Ach da, okay. Lauriel wird wahrscheinlich im großen Tempel sein. Los, ja. Gehen wir. Da bin ich ja mal gespannt, wie der darauf reagiert, wenn man ihm das verklickert. Wenn Azakiel recht hat und Lauriel etwas plant, dann könnte es gefährlich sein, ihn ohne Plan zu treffen. Du bist mir wichtig, Tabalero. Ach, danke, danke, danke. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Oh, danke. Wenn dir etwas passieren würde, dann werde ich aus der Ferne zusehen und sehen nur für alle Fälle. Gut. Ich gehe rein und rede zuerst mit Lauriel. Sollte mir etwas Schlimmes widerfahren, aber alles wird gut, wenn ich weiß, dass du sicher bist. Nineveh lächelt auf beruhigende Weise. Mach dir nicht so viele Sorgen. Der Lauriel, den ich kenne, er wird die Lasenit immer an erste Stelle setzen. Na, gib dich zur Quelle der Stimme. Dieser Ort ist zum Beten da. Nineveh, ich habe gewartet. Lauriel, sei ehrlich zu mir. Ich habe von Diogenes gehört, was du in Elgazia gemacht hast.
Nineveh, du warst schon in deiner Kindheit sehr neugierig. Und ich habe dir immer gesagt, dass du dir diese Neugier bewahren sollst. Nineveh, was habe ich dir über die Natur unseres Herrn Regulus gelehrt? Gott des Lichts und der Ordnung, Schöpfer von Arkesia. Ja, und Regulus hat die Lasenit immer mit seinem Licht beschützt. Und zum Dank für sein Geschenk müssen wir seinem Willen Folge leisten. Aber Nineveh, was, wenn ich dir sage, dass alles nur eine Lüge war? Wir suchten unsere Wahrheiten immer im Licht, doch manche sind im Schatten verborgen. Und dieser Wahrheit müssen wir uns jetzt stellen. Würfel. Das ist das Vermächtnis der Hal. Ein Reich ohne Raum und Zeit. Weißt du, wie sie es nannten? Den Würfel. Ich weiß nicht, Leute. Was, kann ich jetzt hier nicht laufen? Das sind die Ruinen der Hal? Aber sie wurden von Regulus bestraft und verschwanden vor langer Zeit. Ja, sie wurden bestraft, weil sie die Arche anbeteten. Mhm. Und als wir uns wehrten, stahlen wir Lasenet auch noch eine Arche. Dadurch verlor unser Gott, Procyon, seine Möglichkeit zu kommunizieren. Und wir Lasenet wurden auch bestraft. Das Licht nahm uns unsere Flügel, sodass wir nicht mehr fliegen konnten. Okay. Warte mal. Regulus hat für uns Elgazia erschaffen. Elgazia beweist Regulus Liebe für die Lasenit. Liebe? Ist es Liebe, den Lieblingsvogel in einem kleinen Käfig zu halten? Ich zeige dir ein Stück vergessener Geschichte.
Der Würfel leuchtet auf, als würde er auf den auf ein Eingabesignal warten. Drücke einfach irgendwas, konzentriere dich auf die Gegenwart und drücke ihn. Der Würfel leuchtet auf ein Eingabesignal warten. Es scheint, als müssten wir eins von einer Person im Würfel wählen und es eingeben. Ach, nehmen wir mal Nineveh. Der Würfel zischt so, als gäbe es einen Fehler. Der Würfel blinkt, als würde er wieder auf ein Eingabesignal warten. Okay. Der Aschewürfel schwebt und es erscheint eine unbekannte Nummer. Auf der anderen Seite erscheint ein Lichtwürfel. Okay, jetzt wird's creepy. Einst herrschte das Licht der Gerechtigkeit über alle Lasenet. Für die Sünde, die Arche gestohlen zu haben, wurden unsere Flügel verbrannt. Die einst geachteten Kinder waren nun verdammt. Regulus wollte den Lasenet gegenüber nie Gnade zeigen. Doch er gab ihnen eine letzte Chance. Wenn sie versprachen, den Schlüssel zu schützen, würde er sie leben lassen. Unsere Zukunft war fremdbestimmt. Unsere Existenz bestand aus endlosen Diensten. Wir waren gefangen im Paradies. Die Götter geben nichts, ohne auch etwas zu nehmen. Unsere Erinnerungen waren ausgelöscht. Deshalb muss sich jemand an unser großes Opfer erinnern. Und das vergossene Blut, Nineveh. Also eins muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn diese Nineveh echt wäre, ich würde sie ballern. Auf der Suche nach der Wahrheit erforschte ich den Würfel. Endlich wurde ich fündig. Eine Zukunft mit Kaseros und einem zerstörten Elgazia. Alles begann, als der Stern einer neuen Heldengestalt aufstieg. Wenn wir die Chance verpassen, ist unsere Zukunft verwirkt. Bevor Kaseros wieder aufersteht, muss Arcesia geläutert werden. Wie meinst du das? Kai Angel hat die Macht, den Speer des Lichts zu kontrollieren. Damit werde ich die Dämonen vom Boden tilgen. Und die Leute? Notwendige Opfer, um unsere Zukunft zu sichern. Wenn ich so Arcesia schützen kann, nehme ich meinen eigenen Untergang in Kauf.
Nett. Okay, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen, ein Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.